Willkommen zur 140. Folge Let's Play Minecraft. Wir sind hier. Ja, und haben in der letzten Folge da oben ein Item reingeschmissen und müssen jetzt gucken gleich, wann das oder ob das rauskommt. Und ja, da bin ich mal gleich gespannt. Aber zuerst fällen wir ein bisschen die Bäume, weil Holz brauchen wir sowieso. Es braucht nämlich ein bisschen Zeit. Und mit ein bisschen Hölzelein können wir das auch machen. In so einem Dreierschritt funktioniert das am besten, am effektivsten. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie viel Holz wir wieder rauskriegen. Das ist gut, das ist gut. Holz, 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 ganz, ganz viel Holz. So, der erste Baum ist weg und ja, ein bisschen Holz haben wir. Genug. Genug für alle Zeit. Nein. Das ist hier nichts, was wir an Holz haben. Und der nächste Baum. Der nächste Baum von oben, den nehmen wir auch noch. Das ist gut, das ist gut. Ja, ganz, ganz viel Holz. Und nebenbei essen wir natürlich mal ein bisschen was. Ja. So, jetzt der letzte Baum von unten. Da brauchen wir jetzt keine Rakete mehr zu verschwenden, auch wenn wir genug hätten. Wir werden den nutzen und bauen den von oben ab. Oh, nein, da habe ich mir natürlich meinen Block natürlich kaputt gemacht. Und kommen wir nach oben? Kriegen wir den Baum? Ja, guck doch mal. Ist doch perfekt, als hätte ich das gewusst. Als hätte ich das gewusst. Als hätte ich auch. Als hätte ich das gewusst, dass wir da dran kommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir. Haben wir. Das Item, was wir da reingelegt haben, da rein dann oder beziehungsweise ist es da oder nicht? Und ist es da, oder? Ja, nein, ja, ja, es ist da. Geil, es funktioniert. Das ist doch schon mal ganz gut. Haben wir doch gut was geschafft. Und das haben wir da schön. Oh, Redstone, cool. Cool. Und ja, Eier brauchen wir nicht. Das ist ja. Die haben wir schon. Gut, als nächstes müssen wir gucken, wir brauchen nämlich auch den Zähler bzw. das, was uns den die Items da hochschiebt. Und zählen wollen wir ja auch noch das Ganze. Und ja, wir brauchen nur 7 Cobblestone, glaube ich. Oder? Ja, 7 Stück. Ne, wir brauchen 7. Ja, 7 brauchen wir. Ist richtig. Haben einen natürlich zu viel mitgenommen. Den schmeißen wir gerade raus, sonst müssen wir den entsorgen. Das wollten wir nicht. Und ja, ein paar Sachen nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir haben nämlich hier vor, wir müssen ja quasi den Zähler machen. Da kommt die Wand hin, genau. Und da soll nämlich auch eventuell Glas irgendwann kommen. Da müssen wir gucken, wie wir das machen mit der Trichter, mit dem Wand. Genau da, so hoch geht das. Das ist gut, da müssen wir den Dropper platzieren und zwar eins tiefer. Ja, da genau, die hätte ich nicht wegmachen müssen. Oder muss ich nicht wegmachen, sag mal so. Weil da kommt der Dropper hin, genau da drauf. Nee, der kommt nicht da drauf, der kommt eins tiefer. Der kommt nämlich genau dahin. Und dann brauchen wir genau unsere Komparatoren und Repeaterbrunnen, genau Repeaters. Die müssen nämlich jetzt da einmal genau da detektiert und die zwei. Da müssen wir die drei noch wegmachen. So und genau, Rotstein haben wir natürlich ein bisschen zu wenig. Hätte es gedacht. Gut, dann können wir jetzt mal gleich gucken, funktioniert's? Was schmeiße ich rein? Genau, Holz.
Der funktioniert schon mal. Also. Ja, jetzt fängt das Ganze nämlich an. Das Spaß. Ich habe keine Baublöcke. Da muss ich mir was holen. Oder ich baue mir einfach hier was ab. Komm. Die reichen mir doch auch. Denke ich zumindest. Ob das was wird? Na, 9 Stück. Damit komme ich nicht weit. Genau, da muss auch noch einer hin, sonst kommt da was raus und macht mir meine Technik kaputt. Das will ich nicht. Ja, 20 Blöcke. Ob die reicht, das weiß ich nicht. Naja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass 20 Blöcke reichen. So, genau, da kommen Blöcke noch eins hoch und noch ein bisschen Treppe bauen. Genau. Da und genau so, dass das Wasser nicht runterfließen kann, weil das wäre ärgerlich, wenn das meine Technik kaputt macht. Wer hätte es gedacht, wir haben kein Wasser. Und oh, fast die Sachen eingesammelt. Naja. Knapp daneben sind wir auch gelandet. Jetzt einmal mit dem Wasser hier hoch. Und jo, ich komme schon wieder nicht hoch. Ich habe nichts zum Bauen. Was baue ich ab? Ja, komm, baue ich den ab. Hauptsache, ich baue mit so wenig Blöcken wie möglich. Jo, und da muss jetzt Gelb rein. Gucken, wie viel Gelb wir übrig haben. Eins. Ja, guck mal, es reicht sogar. Es reicht sogar genau, dass wir da das mit dem Gelb hinsetzen können. Das ist doch schon sehr gut, sehr gut. Und genau einen Soul Sand, den brauchen wir auch noch. Gut, dass wir den vor ein paar Folgen mitgenommen haben. Aua. Naja, sammle ich hier wenigstens ein, baue mir eine neue Treppe. So, und jetzt einmal nach unten bitte. Mal Geld einsammeln gehen. Genau, den abbauen und einmal bisschen boosten. Jetzt muss da natürlich noch ein Block nach oben, sonst fliegen die Blöcke alle nach Buxtehude. Und Technik funktioniert. Die kommen jetzt irgendwann mal in die Richtung und werden ja quasi nach da ausgeschieden. Ja, gut, es dauert jetzt natürlich ein paar Minütchen, bis das rumgegangen ist. So, hier die Kiste, da setzen wir gerade schon mal dahin. Da haben wir sie schon mal weg. Und wie dunkel. Tierchen holen wir auch mal darunter. Das ist schon ein Dorn im Auge. Schon seit mehreren Wochen gefühlt. Da ein bisschen mal was wegschmeißen. Ein paar Saplings, da brauchen wir auch gar nicht so viele. Im Inventar zumindest. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Es ist zumindest gut, dass das Bett und Bett, wo ich mich hinlegen wollte, ja, Bett und Bett, Boot und Bett quasi schon fast nicht dasselbe sind. So, und jetzt geht's weiter. Wir brauchen ein bisschen Leder noch. Wir wollen nämlich überall Item-Frames dran setzen. Und ja, dafür brauchen wir Leder. Holen wir Leder? Ja, ich denke, wir holen Leder.
Aber ja, auf dem Weg ist mir eingefallen, da fällt mir gerade ein. Ja, wir gucken doch erstmal, was wir haben. Und bisschen Futter vielleicht, dass wir, bevor wir jetzt alles nur töten, erstmal nachwachsen, sag ich schon. Erstmal 32 neue Tiere paaren. Jetzt habe ich natürlich mein Weizen nicht mitgenommen. Genau, Weizen, Weizen, Weizen. Nimm ich mein Weizen mit? Weizen, ne? Weizen, doch, jetzt oder nicht? Doch, es macht mehr Sinn, dass ich jetzt zu paaren als gleich. Gut, dann einmal die Tierchen ein bisschen größer machen, beziehungsweise mehr wachsen lassen. Und hier mal schnell da reinspringen. So, und dann gibt es gleich einmal auf die Schnelle 32 neue Tiere. Aber erst natürlich noch ein paar Stück davon. Das ist gut. Lecker essen. Apropos essen. Ich beiß mal kurz rein. Ja, ist ein bisschen laut. Ein bisschen leiser. So. Gleich gibt es 32 neue Tiere. Juhu. So, und jetzt beginnt das große Schlachten. Wir machen den Jump, dass wir quasi immer nur eine Kuh töten, dass wir die XP, sag ich schon, XP wollte ich gar nicht haben, ich wollte ja das Leder haben. Dass wir für das Leder ein bisschen was genug haben. Und ja, das ist auch schon mal ganz gut so. Dann geht es jetzt einfach nur noch gleich ein bisschen farmen und in der nächsten Folge müssen wir jetzt dann ein bisschen quasi, bisschen Sticks craften und dann müssen wir da, ja, mal schon was machen. Müssen wir hier gute Frames bauen. Gute Reimchen, wo wir dann Items mal reinlegen können. Ich denke mal, das wird genug sein. Oh. Fast gestorben. Ui. Gut, ich würde sagen, Beef schmeißen wir mal gerade ein bisschen da rein, dass wir das ein bisschen im Ofen ja, essen, dass wir ein bisschen mehr Essen haben. Jo. Perfekt. Können wir 60 Stück können wir dann machen. Und ja, das Lederkraft muss man mir in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Oder uns Steaky-Abo und ciao.